So, warum ist eine Ratte drinne? Die Frage ist, von wo bis wo wir die Dwarven haben wollen. Wenn wir hier wirklich bis in die Ecke gehen wollen mit den Dwarven, dann müssten wir die Wand auch tatsächlich auf der Ebene lassen, wie wir die Wand hier haben. Wenn wir hier wieder so einen schönen Abschluss haben wollen, was vielleicht gar nicht so verkehrt wäre optisch. Ne, da haben wir es genauso wie hier, da haben wir auch immer so einen extra Rand. Dann wäre es tatsächlich sinnvoll. Ich weiß halt auch noch überhaupt nicht, wie ich das designtechnisch machen möchte. Wenn ich ehrlich bin. Wollen wir nur hier also hier eine Reihe Dwarven und dann hier eine Reihe? Oder wollen wir zum Beispiel über die gesamte Höhe und dann auch hier hinten bis ran alles mit diesen Dwarven voll machen? Das weiß ich halt nicht. Ich weiß halt auch nicht, wie viel wir brauchen werden. So, ich meine, rein theoretisch müsste das zwei Reiche reichen. Dann hätten wir. Bis wo geht denn der Raum jetzt eigentlich? Verdammt. Stand jetzt hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 16 Dwarf. Jetzt können wir natürlich auch alle 16 dann mit diesen Vierer machen. Hätten wir also 64 Felder. Aber ich glaube, so viel brauchen wir schon gar nicht, weil so viele Erze gibt es gar nicht. Das heißt, 16 müssten locker reichen. Gut, das heißt, dann machen wir hier auf der Ebene die Dinger. Hat nämlich den Vorteil, dass die beiden Dinger da einfach bleiben können. Wobei, den müssen wir trotzdem wegnehmen. Sonst sieht es mit den um scheiße aus. Okay. So, dann baue ich mal tatsächlich. Wir wollen bis hier hinten hingehen. Wir wollen bis hier hinten hingehen. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Das heißt, ich muss bis hierhin. Alles abschneiden. So. Ist das richtig? Ja. Holy shit. Oh. Ach ja, das war hier meine komische Bahn, die ich hatte. Die aber eh unterbrochen ist, sehe ich gerade. Von daher, egal. Nee, die hatte ich gemacht, um bei den Feldern unten aktiv zu bleiben. Für so ein Anti-AFK-Gedingsgedöns. Ist aber auch völlig egal gerade. Verwirrt euch eh nur. So, von daher. Muss man also jetzt gucken hier. Okay.
Halt. Machen wir jetzt mal wieder weg, auch wenn er da eigentlich nicht stört. Jetzt crasht er das schon. Könnt ihr mir eigentlich mal so eine Mod empfehlen, mit der es möglich ist, dass wenn ich jetzt hier diesen Stack aufbrauche, ich weiß, das gibt es was für die Farming-Mod oder die Farming-Mod macht das sogar, aber was es für alle Blöcke macht, dass wenn ich jetzt diesen Stack hier aufbrauche und er merkt, okay, ich habe noch einen anderen Stack der gleichen Art im Inventar, dass wenn ich jetzt hier das aufgebraucht habe, er automatisch den nächstgelegenen nachschiebt. Wie gesagt, so ein Mechanismus gibt es bereits bei der, bei bestimmten, ich glaube gar nicht, ob es diese Farming Plus Mod ist oder welche Mod, also irgendeine Farming Mod hat das, glaube ich, mit dabei. Das heißt, glaube auf jeden Fall auch eine, die hier auf installiert ist. Das heißt, bei den Farming Sachen ist das ja so. Ich hätte aber schon gerne eine, die es, wie gesagt, für alle Blöcke hinzufügt, weil das schon geil ist. Also wenn da jemand eine Mod kennt, die das gut macht, die auch mit der vorhandenen Mod nicht kollidiert, bitte gerne einmal, ja, bin ich für Empfehlungen offen. So, haben wir eigentlich noch einen Fahrstuhl? Ich will das Ding hier weg haben. Das funktioniert ja gar nicht. Ich baue hier so eine schöne Dreckleiter auf. So. Irgendwas haben wir noch, ne? Aber ich glaube, das war auch nur so ein Travel-Netting. So einen Fahrstuhl haben wir nicht mehr. Die nicht noch irgendwas gehabt? Ah doch, ja. Ja, Reisenetzwerkbox. Ne, wir brauchen einen Fahrstuhl. Ach, scheiß jemand an. Gut, können wir aber auch relativ schnell bauen. Dann machen wir das hier nämlich jetzt erstmal. So, dann nehmen wir uns mal hier von 4 Stück. Da können wir nämlich unten noch gleich die Anlage reparieren. Halt. Hier so. Tada! So, wollen wir mal gucken, wo ist das Ding hier? Das ist bei 423, 231. Werde ich mir nie im Leben merken. Deswegen. Was? 4, 2, 3. 4, 2, 3. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Einfach mal den Chat als Notizblock missbrauchen. Geile Idee. Ich meine, solange wie kein anderer on ist, warum nicht? So, da störe ich keinem. So, von daher. So, jetzt müssen wir hier die gleichen Koordinaten finden. Warum ist hier so dunkel? Warum leuchtet der Fahrstuhl? What the hell? Der Fahrstuhl emittiert Licht. Was ist denn das für ein Dreck? Nein. Ach, entfernen. Danke. Weg. Lass mich durch, ich bin Arzt. So. 2, 4, 3. Müssen wir in die Richtung? 4. Oh, müssen wir jetzt ein Stück in die Richtung? Oh, vor allen Dingen ist gerade unsere Spitzhacke kaputt. Gut, dann muss ich die mal ganz kurz reparieren. Was? Warum? Ach, in der Nacht funktionieren unsere Solaranlagen gar nicht.
Kannst du bitte wieder Tag werden? Aber wie viel ist das überhaupt? Ja. Ja, okay, es wird bald hell. Scheiße. Ja, das ist natürlich jetzt. Unfortunately, ja, das Ding hier ist schon am Aufstocker. Das Ding ist auch komplett voll. Das heißt, jetzt wird das Ding hier benutzt. Das Ding hier. Wobei, ne, Achtung, wichtig, kann täuschen. Und das ist tatsächlich auch ein Problem an dieser Anlage. Die Kiste hier wird erst dann voll, wenn auch der Kreislauf bereits voll ist. Ne, weil solange wie der Kreislauf nicht ausgelastet ist, werden die Sachen halt immer wieder rausgeschickt. Und ja, das hat vor allen Dingen den Problem, dass wenn die Kiste jetzt hier voll wäre, also wirklich bis zum Rand, und man dann die Anlage abschaltet, dann versuchen die ganzen Blöcke, die dann noch im Kreislauf drin sind, auch in die Kiste reinzugehen, die aber schon voll ist. Und dann kannst du hier hinten eine Tube wegsprengen, weil die Sachen nicht rein können und auch nicht zurück können und dementsprechend Explosion. Das ist tatsächlich noch ein kleines Manko an dieser Anlage. Deswegen darf die Kiste niemals zu voll werden. Ja, da muss man drauf achten. Ist also ein schöner Puffer. Aber dieser Puffer ist bei weitem nicht allmächtig. Sowieso nicht. Weil wenn der voll ist, dann bricht sowieso alles in sich zusammen. Dann knallt sie sowieso irgendwo. Also. Oh, Mäse. Wattenkäse. Dieser Mäse. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade machen? Achso, Werkzeug. Repariert das trotzdem? Auch wenn er fast tot ist? Nee, überhaupt nicht. Gut, das ist natürlich, unfortunately. Gut, weißt du was? Dann, muss ich etwas tun, worauf ich nicht stolz bin. Aber wobei, es wird ja gleich hell. Ah, ich will jetzt hier nicht die Umwelt damit verpesten, dass wir hier, Kohle verbrennen. Müsste wie gesagt gleich hell werden, oder? Ah ja, 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 es wird langsam hell. Okay, das heißt, langsam müssten wir Energie bekommen. 0 EU. Und ich dachte, wir sind schon Teil der EU. Jetzt weiß ich, wie sich die Ukrainer fühlen. Ich hänge den Kopf vor. Das war ein Witz. Please. Don't hate me. Oh, 8000. Oh, Alter, den kommt ja mit einmal. Ich dachte, das ist richtig schön so, ne, so Sonnenaufgang und die Energie steigt dann auch immer weiter mit an. Aber das entweder geht nicht. Voll Polizei hier. Gut, aber jetzt müsste sich ja die Dinger langsam wieder füllen, ne? Ja, sie werden voller. Und das Ding, ja. Gut, das ist natürlich noch ein bisschen ein Problem. Aber ganz ehrlich, dieser Raum ist super leer. Die HV-Anlage funktioniert eh nicht. Das heißt, wir können den gesamten Raum mit Batterien vollstellen. Dann haben wir für jede Nacht genug Puffer. Weil das ist natürlich das einzige Problem, dass wir halt zu wenig Puffer haben, um eine Nacht zu überbrücken. Das ist tatsächlich... Ich meine, hier können wir auch noch ein paar, 3 Stück hinstellen oder so. Dann haben wir auch noch ein bisschen mehr Puffer immerhin. Ja. Ja, aber das müsste auch die Anlage unten wieder laufen. Wie sieht's hier aus? Ja, der ist schon fast fertig. Der ist auch wieder gut am Auffüllen. Läuft doch. So, bist du fertig? Du bist fertig. Sehr geil. So, muss ich hier rein, Mina. So. Und hier war es jetzt wie folgt. Jetzt habe ich natürlich die Texte nicht mehr. So. 400. Was sind das für... Was sind wir hier? Wir sind ja bei 800. Ist das Ding überhaupt unter unserem Haus oder sind wir hier ganz woanders? Ich dachte, das ist unser Schacht. Aber wir sind hier irgendwo bei 800. Das,
Das muss ja ganz woanders sein. Ach, scheiße, stimmt, ja. Das Ding war, da hinten irgendwo. Da sind wir, das war ja die Aktion, wo wir hier im Wasser lang geschwommen sind und da hinten irgendwo Uran gesucht haben. Die Aktion war das ja. Oh, fuck. Das heißt, dann muss das Ding doch ein Travelnet bleiben. Okay, das ist natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier ist Ende im Gelände. Nee, hier ist Ende im Gelände. Dann räume ich die Scheiße hier doch weg und mache hier das Travelnet hin. Ja, das ist, das hat er. Ui, schau mal, Party. Danke. Fuck my life. Ja, gut, das heißt, dann wird das, ja, wow. So, das ist einfach nicht eins, ne? Ja. Ist ja nett. So, pop. Na gut, müssen wir jetzt Cleanstone nachlegen. So, speichern. Bitte gib einen Namen für diese. Achso. Home. Speichern. Mine. Home. Ja. Okay. Dann haben wir das Ding jetzt ein bisschen accessibility-bieterer. Und haben hier dann den ganzen Bereich für Dwarf. So kann man es natürlich auch machen. Ja. Okay. Wo waren wir? Wir waren. Genau. Wir müssen hier auch noch eine Decke reinziehen, ne? Wobei, nee, ach Quatsch, das ist ja schon Decke. Hier müssen wir Decke reinziehen. Bevor wir hier den Anschluss verlieren. Unter dieser Nummer. So, und die müssen wir einfach nur noch langziehen. Verdammt! Ich will diese Mod haben. Alter, ist der Raum riesig. Alter, ich hasse diesen Raum jetzt schon. Alter, die Decke ist schon riesig. Was tun wir hier eigentlich? Um Himmels Willen. Warum ist diese so? Ich nix bestellt. Eine Reihe müssen wir noch. Dieser Raum wird scheiße groß. Alter. Das ist doch nicht möglich. Kannst du doch nicht bringen, Amanakheim. Ja, geil. So, ach, verdammt. Das genau so passen, ja? Oh, jetzt habe ich die Decke auch wieder gemacht, egal. Wachturm, lol.
So, ist hier eigentlich alles ausgeleuchtet soweit? Ja, I don't know. Genau, hier ist alles hell soweit. Wobei, ich brauche mal hier auch noch ein paar Laternen hin, sicher, sicher. Nicht, dass hier unnötig Monsters drin spawnen. Wow. Das will ja keiner. Ne? So ungefähr. Bam. Na. Komm ich da hinten ran? Nee, ne? Ach, leg mich. Gut. Die Monster, die da spawnen, fallen sowieso direkt runter. I don't know. Mal hier noch eine Fackel hin. So, ist ja auch schon hell. Ich verhebe vielleicht noch eine. So, I don't know. Gut schön. Aber ich muss hoffentlich klar, dass sie nie wieder an diese Küste da oben rankommen werden, ne? Oh, da fehlt by the way noch was. Hey, wieso fehlt da was? Wait, what? Halt, stopp. Jetzt rede ich. Was fehlt? Wieso fehlt? Was? Was? Moment mal. Was? Wieso? Wieso ist da eine Lücke? Was? Verdammt, das ist auch nur Sand. Was? Wie, wo, was? Oh mein Gott, was hab ich getan? Scheiß jemand an. Ja, muss man nachbessern. Das geht immer gar nicht. Leck mich. Hallo, danke. Hier, genau, wir finden nur noch die beiden. So. Das sieht gut aus. Jetzt habe ich natürlich hier den Sand. Ach, scheiße. Ja, sieht gut aus. Wir müssen sowieso gucken, wie viel wir den Raum ausleuchten. Vor allen Dingen, wir müssen auch da oben hinkommen, um dann später die Rohre zu verbinden. Wir müssen also hier schon irgendwie so eine Art Etagensystem machen, ne? Ach, scheiße, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Naja. So, dann muss ich auch nochmal hin. Ich mache aber hier oben erstmal Fackeln hin. So rein provisorisch. Später kommen dann da wahrscheinlich wieder so eine Meselampen rein. I don't know. So, und hier oben jetzt gleiche. Ich mache erstmal hier ein paar Fackeln hin. So, dann einmal hier hochbauen. Ah, hier fehlt einfach alles. Moment mal, wieso? Boah, okay, halt, stopp. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt. Hä, Moment mal. Ah, ne, doch, ist richtig. Ja, ist richtig. Genau, da oben fehlen einfach bloß ein paar Steine. Bop, bop. So. Perfekt. Gut, jetzt müssen wir nur noch diese ganze Steinhaufen weg, solange bis wir überall Mauerwerk sehen.
Ja, langsam nimmt doch um mir Gestalt an. Alter, ist erschreckend, wie schnell die Spitzhacke leer geht. Oh, und es ist erschreckend, wie schnell es dunkel wird. Kommt her. So, müsste ja genug sein. Gut, dann laden wir mal nochmal unsere Spitzhacke auf und gehen währenddessen mal essen. Eieiei, Alter. Ist das verrückt. Aber der Raum nimmt langsam Gestalt an. Dann müssen wir nur noch was reinbauen. Das wird dann ganz anderer Spaß. So. Ja, es kommt auch erstmal alles hier rein. Das ist natürlich... Ah, scheiß jemand an. Ja, hier müssen wir später aufbauen. Wie gesagt, ich brauche noch eine Kiste mit diesen Dingern hier. Die vier Kisten sind gerade eher Rumpelkammer. Aktuell. Ich frage mich nur. Warum das hier heute so extrem stockert? Liegt es echt unten an der Anlage? Dass die Anlage hier so extrem die Performance droppt? Problem ist, wenn ich hier unten bin, geht die Framerate wieder relativ gut. Jetzt haben wir wieder 60 Bilder pro Sekunde. Ich verstehe das Ganze nicht. Das ist echt total seltsam. Total seltsam. Eigentlich kann ich hier das Ding sogar wieder aufbauen. Hier haben wir ja diese eine etwas tiefere Schicht, wo darüber dieses Kabel lang geht. Aber das Kabel gibt es ja gar nicht mehr. Naja. Gut, wir brauchen erstmal unsere Axt wieder. Dankeschön. Alter Schwede. Schütchen. Oh, da unten ist auch noch Lücken. Hä, warum sind da jetzt vier? Was ist denn hier los? Kommt die Dinger? Hä? Warum sind da Blöcke? Warum fehlen da zwei? Ja gut, nächste Folge. Wobei ich gucken muss, ob ich heute überhaupt noch Folgen aufnehme. Oder ich glaube, ich mache heute sogar Feierabend und mache dann den Rest dann eher morgen. Ja, das heißt, dann werde ich morgen auf jeden Fall, der Raum ist ja soweit fertig, muss ich bloß noch ein bisschen nachbessern, da oben. Und dann kommt da hinten ganz viele Drawer hin und dann kommt hier die gesamte Verarbeitungsanlage rein in diesen Raum. Was denn aus den Sachen hier die ganzen Blöcke macht. Wobei wir dran denken müssen, wir brauchen ja auch noch für bestimmte Sachen, brauchen wir auch noch diesen Dust. Wir müssen also die Anlage so bauen, dass nicht alles umgewandelt wird, sondern dass wir auch noch immer ein bisschen Dust übrig haben. Das müsste relativ gut funktionieren. Wir müssen nur dran denken, die Anlage so auszulegen. Ja. Und wir müssen mal gucken, wie wir den Eingang machen. Ob wir wirklich hier den Eingang dann machen. Den haben wir nämlich jetzt auch komplett zugebaut, sehe ich gerade. Oh, hallo. Das heißt, müssen wir wieder aufmachen. Wenn wir da wirklich einen Eingang bauen wollen. Sag mal. Okay. Das war das Wort zum Feierabend. Ja. Dann sieht man sich in der nächsten Folge irgendwann mal wieder. Und hoffentlich weiß ich dann noch, was ich machen wollte. Bis dann.